Heute bei mir zum Gast ist Bestl Wolfi, Generalsekretär der PDV. Herzlich willkommen. Herzlich grüß dich. Als Erste hätte ich gerne von Ihnen gewusst, was an Ihre Aufgabe bei PDV? Meine Aufgabe bei der PDV ist natürlich der Aufbau der Organisation, die Unterstützung der Funktionäre, die Mitglieder über unsere Vorhaben zu informieren, und ich sehe eine sehr, sehr große Aufgabe darin, dass wir die verschiedenen Gruppierungen und Gruppen wie die Rot-Weiß-Roten Patrioten, die Patrioten Tirols und so weiter unter einem Schirm zusammenfassen und dass wir dann an Wahltagen gemeinsam Wahlempfehlungen aussprechen oder selbst Kandidaten aufstellen können. Und welche Vorhaben haben Sie für 2016? Für 2016 natürlich die Vorbereitung der Wahl, in der Stadtratswahl in Graz, wo wir Tommy Kirschner als Kandidaten aufstellen werden, der dann auch hoffentlich die Unterstützung aller Gruppen bekommt. Als Weiteres fangen wir bereits am 23. Jänner an. Da haben wir an der Kirschner-Kaserne in Graz, an der Kasernstraße, die eine Flüchtlingsunterkunft werden soll, eine erste Demonstration, und zwar aus dem Grund, weil sich gegenüber der Kaserne ein Kindergarten und eine Schule befinden und dieses Ganze in einem Wohngebiet liegt. Ein nächster Aktionspunkt ist am 30. Jänner gesetzt, und zwar in Villach, werden wir dort auf den Hauptplatz gehen und demonstrieren, wieder gegen die Regierung, die mit ihren unsinnigen und diktatorischen Vorhaben die Bürger segiert. Und am 5. März ist bereits ausgemacht auf dem Ballhausplatz in Wien die nächste Demonstration, wo wir direkt wieder in Konfrontation mit der Regierung stehen werden, Auge in Auge so quasi, und ihnen unsere Probleme, unsere Vorschläge dafür vermitteln wollen. Als Weiteres und als letztes Zuckerl quasi hat die PDV bereits zwei runde Tische veranstaltet, bei denen Experten anwesend sein konnten, Experten aus dem Militär, aus Experten aus der Wirtschaft, die dort bereits Vorträge halten konnten. Und wir werden im Februar einen dritten runden Tisch veranstalten, wo man hoffentlich Experten wieder aus dem Militär bekommt, wo man einen Experten zum Waffenrecht und Sicherheitsrecht in Österreich bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn auch die Frau Rauscher der EU-Austrittspartei dort ein paar Worte sprechen würde. Sind dort Medien eingeladen? Die Medien sind dort nicht eingeladen, aus dem Grund, weil es eine reine Bürgerinformation ist. Und wir können gerne, und das wird unser Pressesprecher dann mit Sicherheit auch machen, zu einem Medienabend einladen und auch die Medien darüber informieren. Welche Ziele haben Sie für 2016? Das Ziel ist natürlich, wie gesagt, erstens mal alle Gruppierungen unter einen Tisch, unter einen Schirm zu bringen. Das ist ein von mir persönlich gesetztes Ziel. Das wäre mein Ziel für 2016. Für die Partei würde ich mich freuen, wenn wir in allen Bundesländern Landespartei ob meiner vereinigen könnten quasi, die dort in den Bundesländern schon für die PDV agieren, dort mit den Bürgern sprechen und schauen, ob sie die Bürger aufwecken können. Und was sagen Sie zu dem Thema Lügepresse? Zum Thema Lügenpresse muss ich sagen, ich habe das große Glück, nach meiner Aussage in Spielfeld unten von der kleinen Zeitung eingeladen worden zu sein. Die junge Dame dort, die Moderatorin, hat mir zwar gesagt, es wird in einer halben Stunde erledigt sein, nach einer Viertelstunde war es dann erledigt. Die Lügenpresse selbst, muss ich sagen, hat sich also nicht gebessert, auch die kleine Zeitung nicht. Ich muss sagen, es gibt ja drei Kategorien Lügenpresse. Die erste Kategorie Lügenpresse ist ja die, die einmal gar nicht berichtet. Die zweite ist dann die zweite Kategorie ist dann die, dass die Lügenpresse berichtet, aber falsch berichtet. Ja. Und die dritte Kategorie ist die katastrophalste. Da nehme ich heute und die Österreich als Beispiel, die schon vor Demonstrationen uns, die Bürger, die Sorgen haben, in ein rechtes Eck drängen. Das ist eine Vorschau für die 2016 von Generalsekretär. Ich danke Ihnen für die Zeit, dass Sie für uns genommen haben. Dankeschön. Und wünsche Ihnen alles Gute. Das kann ich nur zurückgeben. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.